Ja, liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserem ersten Fast Facts for Future Sommerinterview zum Thema Was kann die Photovoltaik? Mein Name ist Lara Hoffmann und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Henrik Theresen. Er ist hier am Umweltcampus Professor für erneuerbare Energien und auch der Vizepräsident unserer Hochschule. Guten Tag, Herr Theresen. Ja, schönen guten Tag. Genau, unser Sommerinterview findet in einer Zeit statt, in der unsere derzeitige Energieversorgung, wie wir sie eigentlich kannten, so nicht mehr gibt. Der Klimawandel hat gezeigt, dass fossile Energien zu verbrennen eigentlich nicht sehr sinnvoll ist. Und zukünftig müssen wir hier umschwenken und auch der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie stark wir eigentlich von fossilen Energieträgern abhängig sind. Um unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal kurz auf den neuesten Stand zu bringen, Herr Theresen, wie viel unseres Strombedarfs konnten wir denn eigentlich im vergangenen Jahr aus erneuerbaren Energien decken? Wir sind in Deutschland bei ungefähr 50% letztes Jahr gewesen. 2020 war ein bisschen besser, da hat man ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Wind. Mhm. Letztes Jahr war ja vom Wetter abhängen etwas schlechter. Dieses Jahr sieht wieder sehr gut aus. Wir sind auch wieder bei 50%. Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Das wird dann der Photovoltaik wieder etwas schaden, aber dafür kommt dann der Wind wieder, sodass wir eigentlich die 50% dieses Jahr auch wieder erreichen werden. Davon 10-15% PV, 25% Wind onshore und Wind offshore, also auf den Meeren. Mhm. Also von daher, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber er ist noch lang. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass sich unser Energiebedarf nicht nur aus dem Strombedarf zusammensetzt, sondern auch aus dem Wärmebedarf. Wie sieht es denn im Wärmesektor mit den erneuerbaren Energien aus? Ja, da sind wir noch sehr weit weg von den Zielen. Also unser Ziel ist ja komplett, also wir müssen raus aus den Fossilen. Also müssen wir auch die Wärme und dann als dritten Sektor noch den Transportsektor dekarbonisieren. Das heißt also raus aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Bei der Wärme ist das ein ganz kleiner Anteil, denn die regenerative Wärme, das ist die Nutzung von Holzhackschnitzeln zum Beispiel, wenn man jetzt zu Hause die Pelletheizung hat, aber auch da Raumwärme, Warmwasser spielen eine untergeordnete Rolle. Das große Problem ist die Prozesswärme in der Industrie, die sehr hohe Temperaturen brauchen und das funktioniert weder mit Solarthermie noch mit Wärmepumpen. Von daher ist da der Weg noch sehr lang und sehr steinig. Jetzt ist es ja so, dass viele Privathaushalte gerade überlegen, ein neues Heizsystem zu installieren, also von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien umzuswitchen. Welche Möglichkeiten haben diese Leute denn mit Photovoltaik zu heizen? Ja, also es ist bei der Wärme erstmal das Grundproblem, wenn die Sonne scheint und wir dann die solare Energie nutzen können, brauchen wir die Heizwärme nicht. Und wenn sie nicht scheint, nämlich im Winter, dann brauchen wir die Raumwärme und das warme Wasser, sodass wir die solare Energie nicht wirklich gut nutzen können. Also das eine klassische, was wir schon seit vielen Jahren nutzen, die Solarthermie, um aus der Sonnenenergie heißes Wasser zu machen zur Unterstützung der Heizungsanlage, klappt im Sommer sehr gut. Da braucht man gar keine Unterstützung mehr für die Gasheizung oder Ölheizung, um das warme Wasser zu erzeugen. Die Heizung ist ja eh aus. Aber jetzt, wenn wir jetzt in den Oktober kommen, die Heizperiode beginnt, kommen die etwas dunkleren, regnerischen Tage, dann wird das mit der Solarthermie unattraktiv. Die Alternative, und das geht in Richtung der Sektorenkopplung, dass wir also den Stromsektor verknüpfen und koppeln mit dem Wärmesektor, dass wir Wärmepumpen nutzen, die aus Strom sehr effizient Wärme machen. Das ist immer sehr beliebt schon im Studium, im zweiten Semester Thermodynamik, klassische Dinge, die wir dann den Studierenden beibringen. Aber tatsächlich, also auch das, was wir da machen, das, so einfach kann man es erstmal rechnen, um ein Gefühl zu bekommen. Und das geht natürlich sehr gut, weil aus einer Einheit Strom können wir 3 bis 4 Einheiten Wärme machen. Und das ist natürlich sehr effizient, hat aber den Nachteil, das Gebäude muss entsprechend darauf vorbereitet sein. Klassische Gebäude, die nicht gut gedämmt sind, und das sind immer noch sehr viele Gebäude, also alles, was vor den, ich sag mal, 1990er Jahren gebaut wurde, ist nicht so gut gedämmt, dass man eine Wärmepumpe einsetzen kann. Die Wärmepumpe hat den Nachteil, die kann keine hohen Temperaturen oder nur sehr ineffizient hohe Temperaturen erzeugen, die ich brauche, wenn ich klassische Heizkörper habe. Was sehr gut funktioniert, ist, wenn ich die Wärmepumpe verknüpfe mit Flächenheizung, also auch mit einer Fußbodenheizung. Das geht sehr gut. Das ist sehr effizient und damit werden wir dann das Erdgas oder das Erdöl auch los in den
Gebäuden. Was jetzt eine wichtige Frage wahrscheinlich für viele ist, ist das konkurrenzfähig aus wirtschaftlicher Sicht zu einer neuen Ölheizung? Ja, auf jeden Fall. Also Öl, die Bundesregierung hat jetzt ja gesagt, also Öl ist nicht mehr, und auch bei den Gasheizungen müssen wir die Weiternutzung einschränken, den Neubau komplett einschränken, weil Heizungen auf 30 Jahre ausgelegt sind, Betriebsdauer. Das heißt, wenn ich jetzt heute ein Gebäude habe mit einer neuen Heizungsanlage und installiere dann noch Gas, habe ich das für die nächsten 30 Jahre und dann sind unsere Klimaziele schon gerissen. Das auf jeden Fall. Was das Wirtschaftliche angeht, ist es auf jeden Fall konkurrenzfähig, aber weil der Photovoltaikstrom deutlich günstiger ist als der Netzstrom. Wenn wir jetzt mal die aktuelle Entwicklung mal ausklammern, in der Hoffnung, dass es sich nach dem Ukraine-Krieg wieder einigermaßen normalisiert auf dem Energiemarkt, ist aber der Strom aus der Photovoltaik einfach so günstig, dass ich damit wunderbar meine Wärmepumpe betreiben kann. Und durch die hohe Effizienz kann ich auch den Netzstrom nutzen. Das geht eigentlich wunderbar. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Stromerzeugung werfen in Privathaushalten, dann ist eine wirtschaftliche Sache gerade sicherlich, sich ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Denn schon für wenige 100 Euro kann man sich das installieren. Was halten Sie davon? Ist das eher so ein kurzweiliger Trend oder schreiben Sie dem schon längere Erfolgsaussichten zu? Also mittlerweile ist das, denke ich, sehr erfolgreich, einfach weil die Preise für die Solarmodule und dann die Wechselrichter, die aus dem Solarstrom der Module dann den Netzstrom machen, in den letzten Jahren stark gefallen sind, sodass sich das auch für Balkonkraftwerke lohnt. Das heißt also, hier an dem Geländer von außen einfach das ein oder zwei Module montieren. Das kann auch jemand, der technischer Laie ist. Man steckt die Module zusammen in den Wechselrichter und dann die Kabel aus dem Wechselrichter in die Steckdose. Man muss noch ein paar Sachen beachten, aber an sich so trivial, stark vereinfacht ist es. Man muss es beim Netzbetreiber, beim Energieversorger einmal anmelden, dass der Bescheid weiß. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um tagsüber den Strombedarf, den ich habe im Gebäude, und da habe ich eigentlich immer was. Der Kühlschrank läuft, der Fernseher ist auf Standby, der DVD-Player ist auf Standby. Diesen Bedarf kann ich dann klimaneutral decken. Es ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt wirklich sehr genau auf eine Rendite gucken würde als Privatmensch, nicht super attraktiv, aber wenn ich sage, ich möchte einen Beitrag leisten und ich möchte meine Energiekosten senken, weil die Stromkosten in den letzten Jahren, unabhängig von Ukraine-Kriegen, stark gestiegen sind, ist das eine sehr attraktive Alternative und mittlerweile rechtlich auch zulässig. Da gab es viel Widerstand von verschiedensten Verbänden. Die sind jetzt endlich fast alle gebrochen, diese Widerstände, sodass man das auf jeden Fall machen sollte. Aktuell aber auch das Problem, also Lieferzeiten sind noch relativ lang, also man sollte sich jetzt schon in die Liste einreihen. Genau, wir hatten hier das Glück, am Umweltcampus ein solches Balkonkraftwerk zu kaufen. Wir haben es noch gerade rechtzeitig gekauft und für jeden, der noch mehr Interesse daran hat, wir haben eine Themenwoche auf Social Media und bieten dazu auch einen Einblick in die Welt der Balkonkraftwerke im Laufe der Woche noch an. Genau, also wenn wir jetzt so ein Photovoltaikmodul uns anschaffen, wie lange hat man denn als Privatperson daran? Also wie lange hält so ein Modul? Also die Module halten tatsächlich wahnsinnig lange. Man hat immer so diese Garantien, die von den Herstellern gegeben werden. 20 Jahre hält die Leistung, danach fällt die auf 80% ab. Das sind aber Garantien, die in der Realität nie gerissen werden. Das heißt, es gibt ein echtes technisches Problem. Die Module, die vor 20, 25 Jahren installiert worden sind, bei den ersten Photovoltaikanlagen, die es so gab, stellt man fest, dass der Leistungsverlust fast nicht nachweisbar ist. Das sind 2-3% jetzt nach 25 Jahren Betriebsdauer. Vor der Prämisse, dass das noch Module sind vor 3 oder 4 Generationen. Wir sind jetzt ja in der technischen Entwicklung deutlich weiter. Also von daher, der Leistungsverlust bei den Solarmodulen oder bei der Photovoltaikanlage, egal ob bei Balkonkraftwerk oder auf dem Dach, ist vernachlässigbar klein. Worauf man achten muss, ist speziell bei den Ballonkraftwerken, die Module sind schon sehr empfindlich. Also man muss sie sehr vorsichtig anfassen. Man sollte da jetzt nicht mit rumreißen. Und dadurch, dass die Solarzellen auf Siliziumbasis, wenn man sie zu stark knickt oder Erschütterung hat, können die brechen und dann tragen die nicht mehr zur Stromproduktion bei. Also wenn man da mit agiert und das dann jetzt hier an so einem Geländer festmacht, sehr vorsichtig, auf jeden Fall zu zweit, damit da nichts mit passiert. Und dann hat man Freude für die nächsten 30 Jahre. Was man dann nochmal wahrscheinlich nach
10, 15 Jahren ersetzen muss, ist dann der Wechselrichter, der dann halt aus dem PV-Strom den Netzstrom macht. Die halten, ja, ich sag mal, zwischen 10 und 15 Jahren. Das heißt, man sollte schon regelmäßig auf dem Smartphone gucken, ob die Anlage noch einspeist oder ob die ein technisches Problem hat. Mhm. Also hat man ja schon, ich sag mal, im Vergleich zu der Windenergie doch schon länger an der Photovoltaik? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Windenergie, auch die Anlagen laufen lange, also auch diese 20 Jahre sind schaffbar. Dadurch, dass wir da aber natürlich mechanische Teile haben, die gewartet werden müssen, ist das natürlich eine ganz andere Dimension als bei den Photovoltaikanlagen. Da sind die technischen Probleme also sehr, sehr gering und auch die Grundqualität von den Modulen ist wirklich vernachlässigbar klein. Wenn wir uns jetzt mal die Windkraft und die Photovoltaik anschauen, dann ist es ja bei der Windkraft so, dass sie oft ja kritisiert wird wegen ihrem ökologischen Fußabdruck. Denken wir an die Rotorblätter, die aus verschiedenen Verbundwerkstoffen zusammengesetzt sind, die verklebt sind. Auch die Elektroautos, die zu unserer Energiewende beitragen, stehen offen der Kritik, dass dort seltene Erden verbaut sind und diese Batterien bei deren Herstellung auch nicht, auch Kinderarbeit oder wie auch immer, viel Wasserverbrauch zum Einsatz kommen kann. Wie schätzen Sie denn die Photovoltaik im Hinblick auf Ihren ökologischen Fußabdruck ein? Ja, also wenn man da jetzt die Photovoltaik, also im Betrieb, null Emissionen, klar. Das ist ähnlich wie bei der Windenergie. Da kann man jetzt sagen, ja, die Kernenergie ist aber auch klimaneutral. In der reinen Stromerzeugung entsteht kein Kohlendioxid oder keine Treibhausgase. Entscheidend ist aber die Gesamtbilanz, also von der Herstellung, der Fertigung der Module des Kernkraftwerks bis zum Rückbau. Und da sind die Erneuerbaren natürlich unschlagbar. Also wenn man das mal umrechnet, wieder auf eine Stromeinheit, wie viel Treibhausgase emittiert werden, dann sind wir bei der Photovoltaik tatsächlich im Moment so bei, kommen wir ein bisschen auf die Betrachtung an, zwischen 30 und 50 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das ist schon viel. Die Windenergie ist besser, die ist bei 20 Gramm ungefähr. Kernenergie auch bei 30, also das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist die Kernenergie im Moment so in dem politischen Fokus, weil sie ja einen grünen Anstrich bekommen hat. Währenddessen also Kohle zum Beispiel 1 Kilogramm emittiert pro Kilowattstunde. Also unser ferner Liefensips, das Gas ist mit 400, 500 Gramm CO2-Emissionen weit entfernt. Bei der Photovoltaik liegt es einfach daran, dass die Herstellung der Solarzellen sehr energieintensiv ist und die Produktion geschieht in China und nicht in Europa. China setzt sehr stark auf Kohle bei der Stromversorgung. Und wenn man natürlich dann den Kohlestrom reinrechnet in die Klimabilanz einer Solarzelle, dann macht das viel kaputt. Aber die wird sich automatisch verbessern. Wenn wir mehr klimaneutralen Strom haben, nutzen wir den zur klimaneutralen Herstellung für der Solarmodule und damit verbessert sich automatisch die Klimabilanz. Also unschlagbar und der einzige Weg, den wir gehen können, um die Klimakrise irgendwie in den Griff zu kriegen. Und woran scheitert es jetzt letzten Endes aus Ihrer Sicht? Warum wird nicht alles mit Photovoltaik jetzt zugebaut, wo man es könnte? Zum Beispiel die Dächer. Ja, also ich würde mal sagen, das ist vielfach noch ein regulatorisches Problem, weil einfach die Gesetzgebung nicht so freundlich ist gegenüber der Installation von Photovoltaikanlagen. Also im Privathaus, wenn mir das Haus gehört, kann ich das einfach machen. Das ist technisch sehr einfach. Stand zum heutigen Zeitpunkt wieder lange Lieferzeiten, weil einfach jetzt viele in die Photovoltaik dann doch gehen wollen und erkannt haben, die Technik ist sicher. Also auch das Thema Brand zum Beispiel ist immer eine große Frage, was passiert, wenn es brennt und dann die Photovoltaikanlage. Das ist alles völlig unkritisch. Die Feuerwehr hat das im Griff, die hat da Respekt vor, aber das ist kein Problem. Bei Mietshäusern oder Mehrfamilienhäusern ist es aufwendiger, weil dann die Frage ist, wem geht die Photovoltaikanlage, was passiert mit dem Strom, wie wird der verarbeitet, verkauft, eingespeist, was führt das zu Kosten, die entstehen, wie werden die aufgeteilt. Also diese Konzepte des Mieterstrommodells sind juristisch oder gesetzlich nicht gut geregelt. Das ist einfach für beide Seiten völlig unattraktiv, das ist für die Eigentümer der Gebäude, weil das einen sehr hohen administrativen Aufwand hat und für die Mieterinnen und Mieter in den Gebäuden ist das auch unattraktiv. Da müsste man Hürden abbauen, damit wir das machen, denn ganz ehrlich, die Dächer schützen uns nur vor der Witterung. Dann sollen die noch bitte Strom produzieren. Das Gleiche wird dann nicht in 5, sondern vielleicht eher in 10 Jahren kommen, dass wir dann auch einfach die Fassaden mit Photovoltaik belegen. Denn auch das ist mittlerweile
effizient hinsichtlich der Kosten. Und das ist immer die Frage, was kostet mich das? Das muss immer günstiger sein als der Strom aus der Steckdose. Das geht mittlerweile auch bei den Ballonkraftwerken. Da haben wir ja dann wirklich auch quasi Fassade. Man kann hier so ein bisschen anwinkeln, um ein bisschen mehr Strom zu produzieren, ein bisschen mehr Sonnenlicht anzufangen. Das geht. Also von daher, wenn man sich dafür interessiert, geht das. Wenn man sagt, ja, ich habe aber kein eigenes Dach, ich habe Balkonkraftwerk geht auch nicht so richtig, weil ich keinen Balkon habe oder in Richtung Osten oder Westen wohne, dann wird es auch dann schon langsam unattraktiv. Dann kann man sich natürlich trotzdem an Photovoltaikprojekten beteiligen, also irgendwelchen genossenschaftlichen Projekten oder auch von den Energieversorgern Stadtwerken zum Beispiel. Da gibt es immer genug Projekte, um sich dann indirekt an dem grünen Strom zu beteiligen. Der fließt dann nicht in das eigene Haus, sondern übers Netz. Also das grüne Elektron kommt dann irgendwann. Angenommen, wir würden jetzt sofort damit starten, die Photovoltaik auszubauen. Was wäre denn drin? Also was ist das Potenzial? Wie viel unseres Energieverbrauchs könnten wir damit decken? Tatsächlich können wir deutschlandweit, europaweit, weltweit auf 100% Erneuerbare umstellen in den nächsten Jahren. Das ist wahnsinnig anspruchsvoll, aber verschiedenste wissenschaftliche Gruppen haben es gerechnet. Wir haben es hier am Umweltcampus auch gerechnet. Jetzt in der letzten Masterarbeit noch von dem Doktoranden Herrn Blinn, der das gerechnet hat und wo wir auch noch weiter dran arbeiten, konnten wir zeigen, wir können Europa zu 100% erneuerbar mit Energie versorgen, also Strom, Wärme und Transportsektor. Dazu brauchen wir die Bioenergie, Wasserkraft, die spielt in Deutschland eine kleine Rolle. Europaweit ist sie schon attraktiv, also Norwegen, Schweden zum Beispiel. Wir brauchen sehr viel Photovoltaik und Wind. Wir sind da in der Größenordnung eine gesamtinstallierte Leistung von 600 Gigawatt. Das ist ja nochmal eine, ja, war 6-, 7-, 8-fachung der aktuellen Leistung. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist noch ein sehr weiter Weg. Also allein bei den Windrädern. Wir haben im Moment 30.000 Windräder in Deutschland. Das werden dann bis 2045, 2050 müssen das in der Größenordnung zwischen 45.000, 50.000 Windräder sein. Zusätzlich zu dem Repowering der alten, also dass wir die alten abbauen, dafür neue leistungsstarke Windturbinen einsetzen. Und bei der Photovoltaik genauso. Also Freiflächen sinnvoll nutzen. Da geht es ja die modernen Konzepte des Agri-Photovoltaik, also dass man in der Landwirtschaft die Photovoltaik integriert, um auf landwirtschaftlichen Nutzflächen Pflanzen zu schützen, dass die einfach unter so einem Solardach sind oder auch vertikal aufgestellte Module, wo dann der Trecker dazwischen fahren kann, Schatten liefert. Haben wir jetzt im Sommer gesehen, dass das für die Pflanzen gar nicht so schlecht ist. Und dann schaffen wir das, den Stromsektor komplett umzustellen auf Erneuerbare, aber auch den Wärmesektor und den Transportsektor. Wir müssen dann natürlich den Überschussstrom nutzen, ihn zu speichern, ihn umzuwandeln in Gase, also Wasserstoff oder Methan, das dann aber grün ist und bei der Verbrennung dann bilanziell keine Treibhausgase emittiert. Das geht, technisch kein Problem. Und aus wirtschaftlicher Sicht, auch das kann man zeigen, ist das Energiesystem der Zukunft, was komplett erneuerbar ist, und dazu gehört auch ohne Kernkraft, die fliegt dann auch raus, günstiger als unser heutiges Energiesystem, weil wir nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen sind, was man jetzt aktuell ja ganz massiv spürt. Sobald die fossilen Ressourcenströme zusammenbrechen, haben wir ein echtes Problem in Europa. Aber wenn wir unabhängig sind und Sonne und Wind einfach nutzen, dann wird das Energiesystem der Zukunft günstiger sein, preisstabiler. Wir müssen nur einmal über den Berg der Investitionen drüber. Und da tun wir uns in Deutschland, in Europa immer noch sehr schwer, weil auch da die alte Industrie versucht, ihre Pfründe noch so ein bisschen zu schützen. Das ist das normale politische Spiel. Also wir sehen, das Potenzial ist gigantisch. Und falls uns jetzt junge Leute zuschauen, die sich für diesen erneuerbare Energien-Sektor begeistern können, bei unserem Umweltcampus kann man erneuerbare Energien studieren. Können Sie mal kurz so einen Einblick geben, was die Studierenden in der Vorlesung Solar Energy beispielsweise erwartet? Ja, also der Studiengang Erneuerbare Energien, Wirtschaftsingenieursstudiengang, also dass wir den Studierenden sowohl die technische Seite beibringen, das ist also anspruchsvoll, aber ein Baustein auf der zweiten Seite. Dann das Thema der Wirtschaftlichkeit, also was kostet der Spaß? Denn die technische Lösung haben wir immer. Es muss wirtschaftlich funktionieren und das muss man dann als junger Mensch lernen, dass viele gute Ideen nicht realisierbar sind, weil sie einfach nicht bezahlbar sind und sich deswegen dann nicht umsetzen lassen. Also, was machen wir mit den Studierenden? Wir bringen denen bei, wie die Windenergie funktioniert. Wir gehen auf die Photovoltaik ein und zwar in Richtung der Anwendung. Also in der Vorlesung gehen wir jetzt nicht darauf ein, im Detail, wie eine Solarzelle aufgebaut ist, Grundprinzip wird erklärt, aber
unsere Absolvierenden, sie werden niemals in die Festkörperphysik einsteigen und dann sagen, ich kitzle nur mal 1/10% mehr Effizienz aus einer Solarzelle raus, indem ich die Solarzelle optimiere. Also es geht um die Anwendung, um die Planung, um den Bau von Photovoltaikanlagen, um die Betreuung der Photovoltaikanlagen, also der großen Anlagen, die Netzintegration, die Verknüpfung mit Speichern, mit Ladekonzepten in Innenstädten und so weiter. Das heißt, also immer dieser Anwendungsfokus im Studium und auch in der Veranstaltung, dass die Studierenden dann rausgehen und am Ende eine Anlage selber planen können und auch einschätzen können, ist die Qualität jetzt gut oder schlecht oder wie könnte man die Photovoltaikanlage sehr gut integrieren in ein Privathaus, aber auch in einen gewerblichen Betrieb, in Verbindung dann mit Blockheizkraftwerken, mit Speicherkonzepten, um auch da die Energiekosten zu senken. Das sind dann so die Themen, die wir dann streifen und am Ende dann bei den Studierenden einen Haken dran machen können. Das können die dann, das klappt. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Herr Thesen, bis hierher. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu klären. Was Sie hier nicht sehen gerade vor der Kamera ist, wir haben hier noch ein kleines Publikum sitzen. Gerne darf unser Publikum jetzt mal noch Fragen stellen oder wir haben sicherlich auch noch ein paar Fragen aus dem Chat. Vielleicht kommen die jetzt gleich noch. Also, genau, also nur Mut. Gerne Fragen an Herrn Thesen via den Chat. Genau, wenn was kommt. Wenn nicht, wir können auch zur Not weiter monologisieren. Als Professor ist man ja geübt darin, viel mit sich zu sprechen in der Vorlesung. Das geht ja eigentlich ganz gut. Also von daher. Moment, wir sitzen jetzt ja hier in so einem Treibhaus. Ne? Also wenn man sich mal umguckt, und man sieht das jetzt in den Kameras nicht, aber hier, das ist ein Treibhaus, es wird auch langsam warm. Also wir erleben gerade quasi live den Treibhauseffekt. Trotz der grünen Pflanzen hier ist es jetzt im Moment hier gerade warm und die Fenster sind zu. Also von daher eine Frage. Ja, ich habe eine Frage, und zwar bei den gesetzlichen Regulierungen, die momentan noch dazu beitragen, dass es schwierig ist mit dem Umstieg, wie Sie angesprochen haben. Ist da im Moment Bewegung in der Sache? Wissen Sie das? Ja, ich wiederhole kurz die Frage, weil das wahrscheinlich übers Mikro nicht kommt. Also Frage war, ob Bewegung in den gesetzlichen Regularien ist. Ja, also man sieht es bei den Ballonkraftwerken, da ist es jetzt vereinfacht worden, da sind die technischen Regularien verbessert worden, aber es ist sehr, sehr langsam. Also Beispiel dieses Mieterstrommodell, damit Mieterinnen und Mieter in einem Gebäude den Photovoltaikstrom des Daches nutzen können, die vom Vermieter kommen, da passiert tatsächlich im Moment sehr wenig. Da müsste viel mehr passieren. Das Gleiche in der Windenergie, auch da war jetzt, oder ist das Ansehen, dass man diese Genehmigungsprozesse beschleunigt, weil die Errichtung einer Windanlage und die Genehmigung der Windanlage dauert 4-5 Jahre. Das ist natürlich viel zu lange. Wenn man das jetzt guckt in der Politik, wir können jetzt diese LNG, also diese Flüssiggasterminals, die jetzt an der Nordseeküste gebaut werden, um uns mit Flüssiggas aus den USA zu versorgen, innerhalb eines Jahres bauen. Und auch da ist eigentlich umweltrechtlich eine viel umfangreichere Prüfung notwendig. Das geht. Und dann können wir auch so ein einfaches Windrad mal eben aufstellen. Also das wäre tatsächlich, also ist möglich. Im Moment hat die Politik einen anderen Fokus, dass wir erstmal durch diesen Winter kommen. Und meine Hoffnung ist, dass die aktuelle Bundesregierung es schafft, dann im zweiten Teil der Legislaturperiode in die Richtung geht und das noch weiter vereinfacht. Wir müssen die Hürden abbauen. Frage aus dem Chat sehe ich. Ja, im Chat gibt es die Frage, wie viel Speicherkapazität brauchen wir denn weit, um strombasiert zu heizen? Boah, die Zahl habe ich tatsächlich nicht auswendig. Hier müsste ich nachgucken. Im Moment haben wir in Deutschland, also man muss immer europäisch denken bei diesen Modellen, denn das jetzt nur auf Deutschland zu beziehen, ist Quatsch. Wir haben immer das Verbundsystem in Europa, was die Stromverteilung angeht. Und in Deutschland haben wir quasi keine nennenswerten Speicherkapazitäten, weil wir wenig Pumpspeicher haben. Wir haben sehr große Gasspeicher, die Diskussion haben wir jetzt ja im Moment, wo ich jetzt die Zahl auch nicht auswendig im Kopf habe, wie viel Terawattstunden Speicher wir speichern können. Wobei da zum Beispiel die Wochenzeitung Die Zeit online eine sehr gute Seite hat zum Live-Monitoring der Energiedaten und Energiespeicher, die wir jetzt gerade haben. Ansonsten hat Professor Burger vom Fraunhofer ISE diese Daten zusammengestellt auf der Seite energy.info. Also da mal nachgucken. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, das sind so Zahlen, die variieren auch schnell, abhängig, wie man diese Szenarien rechnet. Zweite Frage aus dem... Oder haben Sie da direkt die Antwort, Herr Blind? Also eine Frage, ja, ist klar. Ich frage
Zahlen tatsächlich nicht, außer dass wir zu wenig haben. Also der Arbeitsmarkt, wie überall, uns fehlen die Fachkräfte. In der erneuerbaren Branche haben wir in den letzten Jahren leider sehr viele Arbeitsplätze vernichtet durch den Rückbau erst der Photovoltaik in den Jahren 2011, 2012. Da haben wir 40.000 Arbeitsplätze rund wieder abgebaut in der Branche. In der Windenergie erleben wir es jetzt gerade, so die Nachläufer, weil wir da die Windenergie komplett eingebremst haben. Und wir brauchen in der Größenordnung für die Photovoltaikzahlen, ich glaube, Größenordnung von 40.000 bis 50.000 Arbeitsplätze, die da geschaffen werden müssen. Und zwar einmal Fachpersonal, die den Bau macht, das heißt also handwerklich versierte Menschen, und natürlich dann das Fachpersonal, was die Planung, die Betreuung angeht, also auf Ingenieursebene. Auch da beobachten wir in Deutschland viel zu wenig Studierende oder junge Menschen, die anfangen, in den Technikbereich zu gehen, um Energietechnik, Umwelttechnik zu studieren. Was ein bisschen schade ist, unsere Hoffnung in Deutschland war, dass die Fridays for Future Generation kommt, an die Hochschulen und an erneuerbare Energien studiert. Das beobachten wir im Moment leider nicht. Also von daher, jeder, der die Welt retten möchte, komme zu uns und dann bringen wir das bei. Keine Angst vor Mathe und Physik, das geht. Da kommt man auch ganz gut durch. Wenn man da Spaß dran hat, ist das Studium ja, ein mittelgroßer Klack, sagen wir es mal so. Frage uns im Chat, Herr Klassen. Ja, noch eine Anschlussfrage. Wie soll dann jetzt die Wärmeversorgung aussehen? Es gilt, 8760 Stunden abzudecken. Die Volllast von PV und Wind kennen Sie besser als ich. Ja, also tatsächlich das Problem, also Photovoltaik, wenn wir jetzt in den Winter gehen, haben wir nur wir haben bei der Photovoltaik 1000 Volllaststunden, das heißt, die Anlage läuft, über das Jahr gesehen, 1000 Stunden mit voller Leistung und ist die anderen 7760 Stunden aus. Bei der Windenergie ist es ein bisschen besser und die Anlagen machen nur Strom. Also das hilft uns nicht durch den nächsten Winter. Machen wir uns nichts vor. Wir müssen, da gibt es verschiedene Szenarien, die rechnen wir jetzt gerade auch noch durch, versuchen massiv Energie einzusparen, Strom, weil wir aus Gas immer noch Strom machen über die Gaskraftwerke. Und dann müssen wir auch versuchen, Heizenergie einzusparen. Und das wird hart, deswegen jetzt die Maßnahmen oder die Vorgaben der Bundesregierung, öffentliche Gebäude nur noch auf 19 Grad zu heizen. Also da muss sich jeder Mensch leider einschränken, weil die Reserven sonst nicht ausreichen. Und man weiß auch nicht, wie sich der Gasfluss aus Russland weiterentwickelt, ob der komplett zum Erliegen kommt oder ob es da weitergeht. Also von daher lieber jetzt vorbereitet sein. Aber das macht nicht die Photovoltaik und nicht die Wind. Das schaffen wir jetzt diesen Winter nicht. Das ist eher was Langfristiges. Nächste Frage direkt. Eine weitere Frage. Wie bewerten Sie die Auswirkungen des eventuell bevorstehenden Strompreisdeckels auf den Ausbau von erneuerbaren Energien? Boah, ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal komplett neue Session machen. Dann nehmen wir nochmal ein paar Kollegen aus dem Umweltwirtschaftsbereich dazu. Die Details, also wie wir das dann umsetzen, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, also auch welche Auswirkungen das hat. Wir haben im Moment das Problem, warum der Strompreis so durch die Decke geht, weil wir dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip haben. Das heißt, der Strompreis an der Strombörse richtet sich nach dem teuersten Kraftwerk, was wir noch brauchen, um sicherzustellen, dass die Energieversorgung läuft. Davon profitieren im Moment die Wind- und Photovoltaikanlagen, weil die sehr günstig Energie bereitstellen können an der Börse. Und die Gaskraftwerke relativ oder sehr teuer sind. Und das macht dann den Strompreis aus in dem sogenannten Day-Ahead-Markt, also dem Verkauf des Stromes für die nächsten 24 Stunden. Das jetzt mal ebenso zu ändern, ist ein massiver Eingriff in den Strommarkt, bei dem man nicht genau absehen kann, was dann passiert, also wie dann die Kraftwerksbetreiber reagieren, weil auch die natürlich Wege finden werden, ihre Kraftwerke so zu betreiben, dass sie damit gutes Geld verdienen. Das ging in der Vergangenheit wunderbar mit Braunkohlekraftwerken, die kosten quasi kein Geld und verdienen sich mit den Strompreisen im Moment auch eine sehr goldene Nase. Also da muss man tatsächlich pragmatisch und ehrlich sein. Zweites Problem ist, dass wir dann nicht nur den deutschen Blick haben, wieder den europäischen Blick. Im Moment müssen wir sehr viel Strom, insbesondere nach Frankreich, exportieren, weil die Franzosen massive technische Probleme mit ihren Kernkraftwerken haben. Und die Kernkraftwerke also einmal technisch ausgefallen sind oder aufgrund der hohen Temperaturen, der Dürre, die wir hatten, den niedrigen Pegelstand, nicht ausreichend Kühlwasser haben und deswegen runtergeregelt werden müssen. Und der Strom muss im Moment teuer auf dem Tagesmarkt der Strombörse eingekauft werden, was zu Preissteigerungen führt, und zwar um den Faktor 10. Hatten wir jetzt noch letzten Nachgucken im Vergleich zum Vorjahr. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Betrieb. Und das heißt auch da, die deutsche Lösung alleine reicht nicht.
auch das muss europäisch gedacht werden. Das passiert im Moment aber tatsächlich nicht. Das ist immer die deutsche Politik, die da handelt, und die anderen Länder suchen sich auch ihren Weg, aber es ist nicht europäisch abgestimmt und das macht die Sache einfach schwierig. Gut. Prima. Dann weitere Fragen? Nicht? Ansonsten genau. Gerne im Nachgang. Wir sind ja 24/7 erreichbar hier am Campus. Das richtig, also auch über Instagram haben wir ja unsere Themenwoche, die sich rund um das Thema dreht, Deutschland denkt um, und wir sind dabei, und da erfahrt ihr auch noch viel mehr zur Energiewende, wie sie gelingen kann, auch im Kleinen, zum Balkonkraftwerk und zu vielen weiteren Themen. Und ich bedanke mich bei meinem Gast, Herr Thehesen. Vielen Dank, dass Sie heute die Fragen hier noch beantwortet haben. Danke an unser Publikum für die zahlreichen Fragen. Und wir freuen uns schon auf das nächste Interview, das bestimmt bald folgen wird. Bis dann, auf Wiedersehen. Danke.